Und es liegt nicht an den Menschen, so, das liegt an der scheiß Industrie. Coolere Sachen halt, das muss Swag haben, so wie Komm ins Café. Flair beispielsweise ist jemand, der immer frei Schnauze seine Meinung sagt. Bald gibt es wieder Interviews. Es gab Leute, die nach 3 Jahren mich darum gebeten haben, gewisse Talks runterzunehmen, Bruder, weißt du? Es gibt keine konkreten Pläne, weil dafür muss erstmal ein Mädel her. Die eine. Könnt euch gerne bewerben. Noch Kontakt mit irgendwelchen Rappern. Machst du denn noch oft Gymsport? Ajo, jeden Tag. Ich bin der Highest im Club. Bestell mir noch ein Glas, ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. Die ganzen Talk-Formate in DE sind tot, weil alle jetzt selbst auf Twitch streamen. Ja, meinst du ja? Meinst du, das liegt daran? Ich weiß nicht. Ich glaube, es gibt noch mehrere Faktoren, die damit reinspielen. In Deutschland ist halt die Kultur, dass man auch einfach sitzt und spricht und einfach sagt, was man denkt, auch nicht so verbreitet, weißt du? Wird nicht so gerne gesehen, habe ich ja gemerkt. Da gibt es nur Probleme mit. Und deswegen haben auch viele aufgehört zu reden. Das denke ich, dass der Grund ist, warum viele keine Talks mehr machen, weil halt auch die Leute nicht mehr reden wollen. Die haben gesehen, was passiert, wenn man redet. Und neue Formate müssen her, definitiv. Auch Situationen, in denen sich die Leute wohlfühlen, so. Wo man auch Bock drauf hat, weißt du? Coolere Sachen halt, es muss Swag haben, so wie Komm ins Café. Verstehst du, was ich meine? Generell ist das ein Problem im Mainstream, ja, aber überwiegend in Deutschland, so. In Amerika, Bruder, da sitzen die Leute, die erzählen voll viel, so. Die erzählen voll viel und die packen aus und die hauen raus und die machen Statements. Die werden auch gecancelt, da gibt's auch Shitstorm und so, aber ist nicht so extrem wie... Also da ist halt auch eine viel größere Industrie, sag ich mal, weißt du? Da kannst du immer noch weiterhin stattfinden. Da gibt's genug Leute mit einer anderen Meinung. Da gibt's genug Plattformen auch, die einfach andere Meinungen akzeptieren. Joe Rogan, Bruder, Drink Champs, über was für Sachen die da reden. Mann, Joe Rogan und Saatguru, was sie für Sachen ausgepackt hätten. Hätte das hier einer in Deutschland gemacht, willst du mich verarschen, Bruder? Bro, weißt du, was da passiert wäre? Die würden nie wieder irgendwas hier gerissen bekommen. Es ist halt einfach so. Die Industrie hier ist ein bisschen mehr tight, so, ist ein bisschen mehr zu. Weißt du, was ich meine? Da bist du, wenn du gecancelt wirst, dann hast du halt wirklich, dann geht halt nicht mehr so viel. Das sehe ich auch ein bisschen als Problem hier. Es liegt halt auch daran, weil Deutschland ein relativ kleines Land ist, glaube ich. Und ich glaube, es könnte aber auch ein bisschen aufgebrochen werden, indem mehr Menschen einfach erzählen und einfach so sind, wie sie sind. Und dass das sich ein bisschen so etabliert als normal, dass man nicht immer, dass nicht jeder die gleiche Meinung hat. Und dass man auch mal ein bisschen aus dem Raster rausgehen kann und so, ohne direkt irgendwie 1000 Sponsoren zu verlieren und so einen Scheiß. Ich will da nicht zu krass drauf eingehen, aber es gibt immer noch Leute, die... Es gab Leute, die nach 3 Jahren mich darum gebeten haben, gewisse Talks runterzunehmen, Bruder, weißt du? Das verstehe ich einfach nicht. Grundsätzlich, ich verstehe das einfach nicht. So, anstatt einen Talk runterzunehmen, komm doch und wir reden nochmal, stell Sachen gerade so. Weißt du, wie ich meine so? Was für Talk runternehmen? Warum macht man sich so viel Gedanken? Sehr steife Mentalität hier ein bisschen. Selbst ein Sido, der mal ein bisschen bei Ali Boumaier ein bisschen so nur ansatzweise ein paar Sachen gesagt hat, musste sofort wieder zurückrudern. Bild-Zeitung vor seiner Haustür, dies, das, bla bla bla. Nein, ich distanziere mich und so. Das ist krass. Meinst du das mit dem Höhle-Berg beim Saatguru? Nee, ich meine das auch mit dem Berg und so und mit den Aliens auch, Bruder. Weißt du, wie ich meine? Mit den Aliens. Flair beispielsweise ist jemand, der immer frei Schnauze seine Meinung sagt und ist auch immer noch präsent, aber fast ausschließlich auf Twitch. Die Zeiten von den großen Flair- und Manuelsen-Interviews auf hiphop.de und TV Straßensound waren legendär. Vergesst nicht, komm ins Café, Bro. Das war auch legendär mit beiden. Und das ist auch eine Sache, die ich so einem Flair zum Beispiel, wo ich auch sage, dass ich das respektiere ich bei ihm auch krass so, weil es erst, aber Bro, wie viele gibt's von diesen Leuten, weißt du? Wie viel gibt's von den Leuten und wie viel hat der auch schon zu kämpfen gehabt, so? So, und ich will auch nicht wissen, wie viel er eigentlich auch noch auf dem Herzen hat, Sachen, die er nicht sagt. Und ich weiß auch, dass ich kenne ja auch Leute, die gewisse Sachen denken und gewisse Richtungen denken, die sie aber nicht niemals aussprechen würden, so, weißt du? Joe Rogan hat die Gabe, viel rauszuholen bei den Leuten. Ja, das war ja auch mein Ding so. Ich merke das auch bei mir. Das war ja auch so... So, viele Leute haben auch irgendwann dann Angst bekommen, sich mit mir hinzusetzen, weil dann rausfließen würde so und die wollen nicht, dass fließt. Weißt du, das Game hat sich gechanged, Mann. Wo ich mein Comments Café angefangen habe, wo ich Talks gemacht habe, die außerhalb vom Mainstream sind, Sachen angesprochen habe, die keiner angesprochen hat, so. Das Ding hat brutalen Hype gehabt, so. Weißt du, was ich meine? Jeder hat sich den Scheiß reingezogen. Jeder hat gefühlt, dass mal ein bisschen was anderes ins Game reinkommt. Weißt du, was ich meine?
Und dann kam der erste Bericht von Weiß, ja, Verschwörungstheorien, der verbreitet dies, das. Dann gab es einen Talk auch mal mit Marvin Game zum Beispiel, wo dann auch ein Bericht drüber geschrieben wurde. So, dann ist es langsam in diese Richtung reingesteppt und dann Keanu-Sache, dies, das, bla bla bla. Das sind alles Sachen, wo dann die Leute gemerkt haben, Digga, wenn ich fließen lasse, dann kommen auch auf mich Sachen zu, mit denen ich nicht gerechnet habe, so, weißt du? Und es liegt nicht an den Menschen, so, das liegt an der Scheißindustrie. Die sind die Fuck-Ups, die dann Berichte schreiben und das schlecht reden und irgendwie hinstellen wollen und so einen Scheiß. Sponsoren wollen nicht mehr mit jemandem arbeiten, weil er irgendwie mal was gesagt hat, was ein bisschen anders ist. Weißt du, was ich meine? So, hä? Oder es ist auch seitdem halt so, dass, und ich weiß auch, dass es auch ein Grund ist, warum viele Leute dann auch nicht mehr geredet haben einfach, weißt du, und auch nicht mehr Bock darauf hatten, weil die einfach gemerkt haben, was dadurch dann passiert. So. Dieser Rattenschwanz ist hier viel zu groß, wenn man mal einfach was sagt, was ein bisschen outside the box ist. So. Ich hoffe, das kommt nochmal wieder, weißt du? Weil es gibt einfach auch richtig, ich weiß, dass es richtig viele Leute hier in Deutschland gibt, die ein krasses Mindset haben und krasse Gedankengänge haben und auch ein krasses Knowledge und Wissen haben. So. Und das aber nicht nach außen tragen, weil die wissen, was dann passiert, weißt du? Und ich hoffe, dass das irgendwann mal vielleicht ein bisschen aufgebrochen wird, dass ein bisschen freier wird, auch in der Medienlandschaft hier in Deutschland so. Ich hoffe, dass dieses Cancel-Culture-Thema irgendwann ein bisschen wieder so ein bisschen beiseite geht, weißt du? Dass alles wieder ein bisschen freier ist und Leute nicht mehr so viel Schiss davor haben, auch gecancelt zu werden und so. Wobei man anmerken muss, dass du in Deutschland trotzdem sehr viel sagen kannst im Vergleich zu anderen Ländern. Ja, du kannst auf jeden Fall, das kannst du, definitiv. Du musst teilweise mit Konsequenzen rechnen, wenn's in eine gewisse Richtung geht, aber du kannst reden, kannst du. Und das ist auch eine Sache, die ich hier gut finde, weißt du? Es gibt andere Länder, wo du deine freie Meinung nicht mal äußern kannst, so. Wenn du selber dich jetzt zum Beispiel entscheidest und sagst, ohne Rücksicht auf Verluste, sage ich jetzt das und das, dann kannst du das hier machen, ohne jetzt irgendwie vom Staat dann gecatcht zu werden und in den Knast geworfen zu werden. Da gibt's Länder, da wirst du dann in den Knast geschmissen für sowas, weißt du? Hoffe, dass du auf Mehrweg E-Zigaretten umsteigst. Bruder, nicht falsch verstehen. Diese Dinger, ich rauch die nicht. Versteh das nicht falsch. Ich habe 5 Stück von denen da liegen, weil ich die als Geschenk bekommen habe. Und ich, Digga, beim Stream, ich puff gerne irgendwas. Wenn die Dinger leer sind, dann sind die weg. Dann werde ich die auch nicht mehr rauchen. Ja, die Industrie steuert auch viel. Aber denkst du wirklich, dass du oder Belasch Podcasts für die Industrie eine Gefahr darstellen? Das denkst du doch nicht wirklich. Das meinte ich gerade auch gar nicht. Ich meinte eher, dass viele sich halt von der Industrie lenken lassen, weißt du? Die Industrie entscheidet, was man reden darf, was man nicht reden darf, damit man noch in der Playlist stattfindet, in dem Label stattfinden kann, das machen kann, dies machen kann, weißt du? Genau, ehrenvolle YouTuber, Digga. Wie gesagt, ey, ich check gar nicht so viel ab, Mann. Ich check eher Menschen ab, weißt du? Eric Thomas. Eine Zeit lang habe ich mir viel von Saatguru reingezogen, den finde ich krass. Es gibt so einen Shaolin-Mönch, der in Deutschland lebt. Ich habe den Namen vergessen. Den finde ich zum Beispiel sehr, sehr krass. Ich finde DJ Khaled krass. Ich finde Kanye West krass. Und viel mehr checke ich nicht ab. Es gibt ein paar lustige Sachen, die ich abchecke so. Aber so ehrenvolle Leute, wo ich auch sage, die kann man sich als Vorbild nehmen. Orientier dich an Werten und nicht zwangsläufig an YouTubern. Feier ich. Aber ich glaube, er will sich halt einfach Menschen reinziehen, die auch mit seinen Werten resonieren, so. Weißt du, was ich meine? Wann gibt es wieder Interviews? Ich habe schon 1-2 gedreht. Komm bald wieder. Keine Interviews, aber Talks, Bro. Will ich schon wieder Love Bad. Was denkst du über die aktuelle Twitch-Szene? Wer wird groß, wer wird fallen? Ich habe keine Ahnung, Digga. Ich guck gar nichts. Ich feier diese neuen Jungs, die gekommen sind, feier ich, Digga. Ich feier den Abu Goku. Ich feier den Rohat. Die beiden Jungs feier ich, Digga. Die haben einen guten Vibe auf jeden Fall. Monte wird bleiben auf jeden Fall. Ja, so. Beschäftigst du dich aktuell oder mittelfristig mit Thema Familiengründung? Ich glaube, ich werde immer mehr bereit für sowas. Ja. Es gibt keine konkreten Pläne, weil dafür muss erstmal ein Mädel her. Die eine. Könnt euch gerne bewerben. support@uniquept.de. Schön ein paar Bilder rein. Ein Motivationsschreiben und dann kann man gerne uns mal treffen. Kutschler sagt, über dich bin ich auf Deutschrap Luciano überhaupt aufmerksam geworden. Danke dafür, deine Fitnesstraining und Luciano, gib mir Red Bull.
Cool, Digga, feiere ich, dass ich da einen guten Einfluss auf dich nehmen konnte und dir ein paar neue Sachen zeigen konnte. Noch Kontakt mit irgendwelchen Rappern? Ja, nicht mehr mit vielen, aber mit ein paar. Hast du mal Gymverbot mit Rappern im Kopf? Hatte ich mal, ja, wollte ich mal machen, auf jeden Fall. Hatte ich mal vor, wollte ich mal machen, aber man muss halt so sagen, wie es einfach ist, ne? Man muss sagen, so wie es einfach ist, der Mainstream hat sich weitestgehend von mir distanziert, Bruder. So. Es ist einfach so, wie es ist und es ist auch okay so. Ja, Digi. Was soll ich dir sagen? So ist es halt. Das hat wahrscheinlich auch verschiedene Gründe, jeder hat da so sein eigenes Ding, aber ja, Digga, so ist es halt. Hast du noch krasse sportliche Ziele? Oh, sportlich steht eher für mich so Gesundheit und Wohlfühlfaktor im Vordergrund mittlerweile. Also, dass ich auf jeden Fall mich selber in meiner Haut wohlfühle, ist mir immer wichtig, so, dass ich eine gewisse Form habe, die ich selber für mich so sage, so ja, feier ich, Digga. Und dass ich halt gesund bin, weißt du, was ich meine? So. Wieso hast du den Song Highest im Club rausgenommen? Habe ich nicht rausgenommen. YouTube unterdrückt den Song. Falls du den auf YouTube nicht mehr findest. Auf Spotify findest du den ganz normal. Machst du denn noch oft Gymsport? Ah jo, jeden Tag. Muss, gehört zu meinem Leben dazu, Bro. Ich trainiere seit 12 Jahren. So, ich kann nicht mehr ohne. Heute haben wir Shade Rücke gemacht, Shade Rücke, Shade Bizeps, Shade aufgepumpt, Vejo, wie das läuft. Ganz gemütlich, man. Mal Hot Yoga versucht. Also Yoga bei hohen Temperaturen mit viel Schwitzen. Ah jo, in Mexiko jeden Tag, Bruder. Feier ich. Jens sagt, krass, kenne noch die alten Couch-Videos. Da warst du ja schon Fitnessmodel. Ah jo, normal. So hat die Reise angefangen bei mir. Deswegen, konstanter Bestandteil meines Lebens auf jeden Fall. Bis zum Tod. Ich werde mich noch mit 90 so ins Gym krepeln und irgendwas machen so. Safe. Fitness for life, Digga, das ist eine Lebensentscheidung. Du sagst es, Bruder. Das ist eine Sache, die zieht man durch bis zum Ende, wenn man einmal drin ist. Also bei mir ist es auf jeden Fall so. Kann man mit 30 noch ein Body bekommen? Ah jo, Bruder. What the fuck, Bro? Was ist das für eine Frage? Natürlich. Ich habe mir vor Jahren mal eine Transformation von einem älteren Herren reingezogen, von 50 bis 70. Der hat 20 Jahre seinen Körper nochmal transformiert, von 50 bis 70. Der sah aus wie ein Motherfucker. Motherfucker. Also es ist nie zu spät. Immer noch 100% vegane Ernährung oder auch kleine Ausnahmen? Ne, 100% vegan immer noch, Bro. Ich bin so ein Extremist, Digi. Ich weiß nicht, wenn ich was durchziehe, dann halt konstant und so richtig, richtig, richtig. Apropos vegan, meine lieben Freunde. Kurze Werbeunterbrechung an der Stelle. Und zwar bin ich froh und dankbar sagen zu können, dass ich endlich einen neuen Partner im Fitness-Supplement-Bereich gefunden habe, die 100% zu mir passen. Also wirklich persönlich, als auch von den Produkten her, bin ich bis jetzt mega zufrieden und ich kann wirklich mit reinem Herzen und reinem Gewissen euch die Supplements und die Marke hier weiterempfehlen. Die Marke heißt NutriPlus und die haben auch eine zweite Marke, die Alpha Tier heißt. Jetzt schon mal vorab könnt ihr 10% mit dem Code LEON10 abkassieren. Die haben wirklich ein riesengroßes Spektrum an veganen Supplements, Mineralien, Nahrungsergänzungsmitteln, aber auch normalem veganen Food, ja? Proteinchips, Protein-Pancakes, Protein-Pudding, Protein-Riegel. Und da empfehle ich euch ganz klar den Milk Away Bar, der hat es mir brutal angetan. Probiert die Sachen mal aus. Natürlich haben wir auch Standardsachen wie ein schöner Booster, ein schönes Protein, Kreatin. Also es ist wirklich alles vorhanden in dem Shop. Checkt das ab. Wie gesagt, mit dem Code LEON10, 10% auf Nacken. Gebt euch böse, meine lieben Freunde. Und jetzt geht's weiter mit dem Talk. Talky-Vibes. Weißt du? Ich kann keine halben Sachen. Geht bei mir nicht. Entweder ganz oder gar nicht. Ja, Leon, wieder ein Lebenszeichen von dir. Ajo. Hajo. Hajo, sehr gemütlich. Bruder, weh ich doch mit Saskia Water am Start, Bro. Geh mal zu Nisa und Cheyenne in den Podcast. Bruder, ich kann doch nicht einfach dahin gehen. Ihr stellt euch das manchmal so einfach vor, gell? Ich stelle euch das manchmal so einfach vor, so, geh einfach hin, Bruder. Bro, dazu muss ich erstmal eine Einladung haben, Digi. Auf jeden Fall, Freunde, 2,5 Stunden, Alter, ist eine gute Zeit. Dabei ist alles, weil dabei ist alles, würde ich sagen, weil wir sind ja schon dabei. Danke fürs Einschalten. War ein cooler Stream heute. Ein cooles Video abgecheckt, auf jeden Fall. Einen guten Talk mit einem Bruder aus der Community gehabt, Bro. Wie gesagt, wenn du noch da bist, viel Kraft weiterhin. Zieh dein Ding durch, so. Und ja, Digga, ich wünsche euch von ganzem Herzen nur das Beste. Ich hoffe, dass ihr eure Träume erreichen werdet, vor allen Dingen menschlich auch, herzenstechnisch, familientechnisch bei euch alles gut läuft. Das ist nämlich das Allerwichtigste, vergesst es nicht. Und ja, Mann, Alter. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Stream. Be unique. Dabei ist alles.
weil dabei ist alles, weil wir sind ja schon dabei. Peace out, man.